Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, hier geht's weiter. So, wenn wir hinten sind, dann machen wir erstmal wieder die Wände und hauen das Rolli raus, dass der hier zum Abtanken kommt. Und da steht irgendwo da oben ein Schriftsystem. Aber wir gucken mal. Wieder 50%. Sugli. Also Endbahn sind jetzt 50%. So, gleich sind wir hinten. So, einmal rumdrehen jetzt. 3, 2, 1. Drehung. Da kommt. Ich glaube schon hier mit 50% nicht. Der andere kommt von oben. Ah, der kommt an. Unseren gemieteten, den ich dann wahrscheinlich je nach Kohle kaufen werde. Je schneller musst du schon vorne, wenn du abtanken willst.
Können wir gucken, wie Vollmond kriegen denn da. Delay. 57%, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Haben wir schon ein bisschen was geschafft, nämlich 3 Folgen am Stück auf Reise. Aber ich muss ja am Montag, wo ich jetzt gerade aufnehme, habe ich frei, das passt das alles. Am Dienstag habe ich halt die bescheidene Schicht, wo ich zu nichts komme. Wie ist das mit dem Licht? Was haben wir denn jetzt? 73%. Haben wir es ein bisschen getüdelt. Was kommt da noch was dazu? So wie das jetzt läuft, wäre es eigentlich optimal. Ich fahre die Strecke, wo das Rohr ist drinne, ist vor euch rum. Dreh ich rum und dann hier tanke ich ab auf der Spur. Ja, auf 80 kommen wir trotzdem auf. Müssen wir gucken. 86% wären optimopti, aber... und die beeinflussen. So, jetzt kann man nur die Räder reinmachen. Gudele. Attacke.
Oder so. Haben wir Beete dort hinten stehen. Mal gucken, wer dann zuerst stimmt. So, diese 20% bloß, das wäre der Unkraut wahrscheinlich. Wenn es das Unkraut nicht wäre, wäre ich öfter schon voll. Gut, ich habe noch Stücke bis hinter. Das sah gerade so aus, war schon das Fest am Ende. Das war eine optische Täuschung durch den Berghang, durch den leichten. Sudli. Holze drinne. 40% haben noch Stücke des hinter. Naja, lass uns überraschen. Oh, Drescher läuft, läuft und läuft und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk, wie man das so schön sagt. Halb voll sind wir. Das wird doch mehr als mittlerweile. Und wenn du das über 50% ist, kommt das auch bei fast 60 rauskommen, wenn nicht gar noch mehr. Lassen wir uns überraschen. Aber das war dann jetzt fast die längste Bahn, die nächstlängste Bahn, die ich habe. Weil ab dann wird sie hier an dem Ende schon wieder kürzer. So, die.
So, jetzt geht's in die Gegenrichtung und da kann man es nur wieder rausschmeißen. Ibiayay, Nasenbär. Weil das andere ist ja immer so schwierig zu sagen. Und einmal rum. 65% waren das jetzt. Wow. Ist gedreht. Jupp. Hör die raus. So, mal gucken, wer jetzt zuckt. Der bereitgestellte Frau zuckt noch nie und meiner, doch der bereitgestellte zuckt. Na, wo bist du denn jetzt? Müsst ihr eigentlich bald mal auf mich zureisen sehen. Aber es sieht nicht so aus. Kommt der da? Oder ist er das noch nicht da? Wenn es die Entfernung schlecht erkennen. Ah ja, scheint los zu eiern. Möchte hier aber langsam sputen. Der Gute. Mach keine Dummheiten, wenn du ins Feld eierst. Und mir vielleicht vor, der Haspel fährst vor Schneidwerk. Ich hab die Befürchtung, ich stehe eher bevor der ran ist. Wir sind nämlich schon bei 90%. Und bis jetzt gedreht hat, ist wieder Ostern. Bleibt der hochstehen, geht die Tür nicht zu. Abtanken. Hab schon zwei Abfahrten nur auf dem Feld und du gehst immer noch nicht los oder was? Was wachst denn los? Glaub, mein Hamster bonert. Ist der Achsen hier im Einzugsbereich vom Drescher. Aber das Elend müsst ihr euch nicht angucken. Ich bin am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao. Fuck, euer Yasuo.